und herzlich willkommen bei unserem neuen Wir klären auf Video. Ihr habt uns mal wieder ganz viele Fragen gestellt. Wir wollen nicht so lange labern und los geht's mit der ersten Frage. Let's go! Habt ihr schon mal was geklaut? Das Einzige, was ich bis jetzt geklaut habe, sind die Herzen von euch. Oh, scheiße. Oh, Heiko, geh noch ein paar Twilight-Folgen gucken und wir sehen uns dann nachher. Roman, tu nicht so auf Klugscheißer. Hey, ich versteh dich nicht. Ich finde, ich kann klugscheißen. Also, ich bin klugscheißer, weil ich klugscheißen kann. Versteht ihr? Richtiger Schenkelklopf, oder? Das war wieder so ein richtiger... Und lustiger Witz. Mir gehört der Hintern versohlt. Was macht ein Panda? Nun ja, ein Panda macht verschiedene Laute. Das kommt immer drauf an, was er für Emotionen im Moment versteht. Der Fuchs bellt und keckert. Ach so, der Fuchs bellt und keckert. Was ist keckern? An alle, die wissen, was keckern ist, lasst es uns mal in den Kommentaren wissen. Oder schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was keckern bedeutet. Was habe ich gerade eben gesagt? Was ist keckern? Ja, nee, nein, nicht. Du hast gefragt, wenn man weiß, was es bedeutet. Ja. Aber an die, die es nicht wissen, könnt ihr mal eure Vermutung, was das Wort bedeutet, in die Comments stimmt. Heiko, Roman ist dumm. Heiko, Du bist ein Genie, Mann. Ich weiß. Roman, vermisst du dein Toastbrot? Leute, warum müsst ihr uns immer so Fragen stellen? Wisst ihr, was da für Erinnerungen hochkommen? Scheiße, Mann. Was ich jetzt machen? Hey! Gib mein Toastbrot her, Mann! Wie macht eigentlich der Baum? What does a Baum say? Verdient ihr über YouTube Geld? Und wenn ja, wie viel Uhr? Wow! Ich glaube, wir gucken uns den Kommentar nochmal neu an, vor allem bis Ende. Verdient ihr über YouTube Geld? Und wenn ja, wie viel Uhr? Was eine Empörung, ich glaube, da hat jemand im Deutschunterricht nicht aufgepasst. Dafür gehört dein Hintern versohlt. Dir gehört eine Tracht Prügel. Note 6, du Penner. Sehr nett hier zu den Zuschauern. Aber jetzt kommt trotzdem mal, ich gebe dir eine Tracht. Schon mal hier sein, dein Hinterfers oder. Füchse bellen so ähnlich wie Hunde. Nein, die vokalistischen Klänge des Fuchses sind mehr ein Spektrum der Euphorie, welche durch das ofte und durch das regelmäßige Bellen in Verbindung gesetzt wird. Dieses geschieht allerdings nur, wenn die Allergiekraft und die Euchemiekraft der verschiedenen Faktoren miteinander kontinuieren. Dies klingt etwas interessant, aber die deutsche und die fuchsisch erhaltene. Ah, Mann, das laber ich für die Scheiße, Mann! Entaligant. Ah, ich hab wie so eine Ente, Alter. Ich hab Entaligant. Ich hab grad irgendwas gelabert. Ich hab grad Scheiße gelabert. Passt doch zu dir. Und dann, ja, die Frage ist, wann machst du das nicht? Ciao. Ciao. Gute. Servus. Geh zu deiner Ente. Wann ist teuer, nix ist cool. Junge, kannst du kein Deutsch, Alter? Wann ist euer nächstes cool? Kein. Das ist erst falsch geschrieben, dann kein. Kein richtiger Satz. So, also, ich würde sagen, da hilft nur noch eins. Ich geb mir jetzt einen Facebook mitten ins Gesicht rein. Habt ihr Nike Air Max? Ja. Nein! Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Okay, er nicht schon. Ja! Nein! Ja! Okay. Was, okay, hör! Seid ihr am 1.12. auf der Domplatte in Köln dabei? Eigentlich war ja ein Fantreffen geplant für den 1.12. An der Domplatte in Köln, aber nein! Nein, also für alle no. Wir beide sind nicht dabei, beziehungsweise das Treffen wurde unsererseits jetzt abgesagt, weil es einfach viel zu krass wäre. Ich glaube, da ist aber ein Treffen für alle, die trotzdem interessiert waren, glaube ich, aber wir sind nicht da. Roman, kannst du Heiko mal ein Ei gegen den Kopf werfen? So, nicht wundern, hier liegt jetzt so ein kleines Handtuch, weil ich mach das jetzt auch und wir wollen die Couch gegen den Kopf, ne? Also nicht wundern. So, Heiko, komm her. Toilette. Smack him! Smack him! Smack him part 2! Okay. Sehr gut. So, Heiko, jetzt machen wir es aber nochmal wirklich. Bist du bereit? Mach für die Haare, gell? Sehr gut für die Haare, Mann. Gott. Mach, komm, mach! Oh, geil.
Geilon! Übelst Geilon! Ey Junge, das lag jetzt an mir! Aha, genau. Und es stinkt ja richtig. So, das war's auch schon wieder mit unserem neuesten Wir klären auf Video. Sagt die Crow und ja, wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mal auf Facebook oder auf Twitter oder auf oder like das Ding. Jetzt geht's entweder weiter mit unserem letzten Wir klären auf Video oder ihr schaut uns euch unser letztes Video an und zwar unsere Talk Dirty Parodie. Beides auf jeden Fall abchecken. Nächsten Samstag sehen wir uns wieder mit einem neuen Video. Abonnieren nicht vergessen. Wir sind jetzt raus. Ihr wählt aus. Immer fragen und kommentieren. Ciao. Crow ist der coolste Typ der Welt. Er rappt hier Free Time. Wir sind raus. Bellt. Wir sind raus. Und der Hund, er bellt. Wir sind raus. Ihr wählt aus. Ciao.